Hallo Leute, herzlich willkommen zu einem weiteren Part der Pokémon Soul Silver Randomizer Nuzlocke Challenge. Wie ihr seht, habe ich nicht trainiert, weil ich zu faul war. Eventuell war ich zu faul, um zu trainieren und dachte mir, ja komm, das packst du schon, du hast Kyogre, das macht alles. Und das Ding ist auch, ich dachte mir, okay, das nächstbeste Pokémon wird Rexblizzer sowieso ersetzen, also eigentlich lohnt es sich fast gar nicht, das Ding zu leveln. Deshalb dachte ich mir, ja gut, scheißen wir einfach drauf, lassen wir das jetzt einfach mal so drin. So haben wir auch mal Rexblizzer im Team gehabt, ne, sagen wir es so. Und ja, und dann dachte ich mir, ja gut, das passt schon. Und mir fällt gerade auf, ich habe nicht nach Tränken geschaut. Oh Junge, die Annie oder Anne, ne, wie auch immer mal. Ich glaube ja Anne, weil Annie, da wären die noch dabei. Die gute Botanistin, als hätte ich es gerochen. Die sind mit einem Gebunk Level 31. Wobei das eigentlich geht, da wir... Ja, das dürfte uns nicht... Das dürfte uns nicht veranhaben können. Dann kommt die Schlammbombe. Bitte kein Genauigkeitsdrop. Kann das bitte einfach ausreichen? Also ich bezweifle es. Aber es ist eigentlich eine Vierfachschwäche. Okay, sie wird hochheilen. Ne? Das ist das Schöne. Das heißt, wir werden die Runde jetzt einfach mal perfekt nutzen, um eine weitere Konfusion abzufallen. Vielleicht den Crit zu bekommen. Vielleicht die Max Roll. Vielleicht die Confusion. Oder einfach genau dieselbe Roll. Das kann natürlich auch passieren. Und wir predikten jetzt die Schlammbombe. Passt auf, Boys. Auf Giftattacke kann er nicht gehen, weil wir sind ein Stahl-Pokémon. Er kann aber auch einfach komplett scheiße sein. Und auf... Och man, wirklich musste das jetzt sein. Bitte Tiefschlag. Als ob. Als ob er Tiefschlag hat. Das lernt von selber Tiefschlag? Ich wusste gar nicht, dass es von selber... Natürlich, von selber Tiefschlag lernt. Das ist mir jetzt tatsächlich neu. Und nochmal. Warte mal, besiegen wir uns? Okay, wir sind nicht mehr verwirrt. Alles ist gut, wir besiegen uns nicht. Alles ist gut. Kommt runter. Alles ist gut. Locker, flockig. Okay, damit haben wir das erste Pokémon down. Fehlen noch zwei. Und das zweite. Ach, ja. Klar. Warum denn auch nicht? Stellt euch mal vor, wir hätten jetzt Rexblizzer gelevelt. Wobei ich sagen muss, normalerweise dürfte Celebi uns eigentlich nichts anhaben können gegen unser J-Terra. Das heißt, wir können uns sogar potenziell setupen und können dann mit einer schönen Bissattacke angreifen. Celebi, bist du vielleicht sogar... Du bist sogar das stärkste Pokémon. Tatsächlich muss ich sagen, finde ich das ganz angenehm. Bodyguard. Super. Gib mir in der Runde mich zu setupen. Finde ich sehr, sehr nett. Appreciate ich. Finde ich wundervoll. Finde ich einfach nur graziös. Drücken wir doch weiter. Zauberblatt. Das dürfte eigentlich nicht zu... Gut, das ist 10 Level über uns, ne? Das muss man jetzt natürlich bedenken, aber es sollte trotzdem nicht allzu viel machen. Das ist kein Crit. Oh nein. Oh. Oh shit. Habe ich mich jetzt hier zu weit aus dem Fenster gelehnt? Wahrscheinlich ja. Ich merke gerade, ich werfe dann... Ich glaube, wir müssen Rexblizzer opfern. Es tut mir leid, aber wir müssen Rexblizzer an der Stelle opfern. Oh, shit. Das ist jetzt doof. Das ist jetzt doof. Ich möchte eigentlich Rexblizzer... Ja, wir müssen es aber opfern, ne? Was soll man machen? Okay, wir heilen Glurak hoch. Ja, aber Glurak macht ja auch nicht so viel Schaden. Aber es resistet Zauberblatt vierfach. Wow. Gut, dass wir Rexblizzer reingeholt haben, damit wir es jetzt gleich opfern können. Und es tut mir ein bisschen leid, wenn ich das gelevelt hätte, dann hätten wir halt gegen Celebi eine Antwort gehabt. So müssen wir Rexblizzer leider opfern. War jetzt wahrscheinlich nicht das Klügste, was ich gemacht habe, aber naja. Wir haben ja Fliegen. Okay, das ist schon mal sehr... Was? Oh nein, bitte keine Antikraft-Boost. Wenn der jetzt eine Antikraft-Boost bekommt, dann war's das. Bodyguard von... Okay, es hagelt noch. Oh nein. Ich hätte leveln sollen, ne? Auf die haben wir Biss. Also wir könnten es prinzipiell mit Luxra hinaus zögern, aber was bringt's mir? Wir müssen nämlich eigentlich auch unser Metang heilen. Schauen wir mal. Also ich glaube, zum Not müssten wir noch zwei Pokémon opfern. Bodyguard. Okay, Celebi ist dumm. Celebi ist dumm. Okay, alles ist gut. Okay, wie viel macht Biss jetzt?
Das war gar nichts. Das war gar nichts. Und ich dachte mir noch so, ja, wir haben im Pokémon Platin die Pokémon-Liga geschafft. Dann werden wir das jetzt auch schaffen, auch wenn wir 10 Level drunter sind. Zauberblatt, oh Gott, nein, das wird zu viel machen. Das macht... Holy shit. Es hat eine Beere? Okay. Wie kommen wir aus diesem Schlamassel jetzt hin? Kommen wir hier überhaupt noch heraus? Wahrscheinlich nicht. Okay. Ich glaube, ich muss jetzt hier Hagelstall betreiben. Kann das sein? Antikraft. Wenn das Ding einmal die Boosts bekommt, ne, dann ist es vorbei. Wie viel macht das? 39 auf 16, okay. Das ist tatsächlich relativ gut. Antikraft macht kaum was. Warum hat die denn auch ausgerechnet als stärkstes Pokémon Celebi? Und ich dachte noch, ich kann mich darauf mit Chelterra setupen. Hätte ich davor schon bis einmal eingesetzt, dann wäre das jetzt alles nicht so weit gekommen. Zauberblatt. Wie viel macht Zauberblatt? 25 KP, okay. Das ist machbar. Das ist in jedem Fall machbar. Wir sollten das Celebi down bekommen. Wenn jetzt kein Crit kommt, dann ist das machbar. Aber wir müssen halt irgendwann mal angreifen. Wenn jetzt ein Crit kommt, dann glaube ich, ist es vorbei. Es sei denn, Kyogre kriegt die Para und... Okay, kein Crit. Sehr schön. Metallklaue trifft sogar. Sehr schön. Metallklaue macht aber nichts an Schaden. Das ist nicht sehr schön. Der ein oder andere würde sagen, ich habe uns vielleicht in eine etwas missliche Lage gebracht. In eine etwas sehr missliche Lage gebracht. Wir heilen uns wieder hoch. Ich habe halt Angst, dass der jetzt einfach mal auf Antikraft geht, um auf die Boosts zu gehen. Was haben wir gesehen? Wir haben Bodyguard gesehen, Zauberblatt und Antikraft. Der hat sogar noch einen Move, den ich nicht kenne. Das ist jetzt natürlich richtig doof. Bodyguard. Okay, sehr schön. Wir kriegen eine Runde geschenkt. Wundervoll. Mittag, ist das jetzt ein scheiß Ernst? Ist es dein verschissener Ernst? Ja, wir gehen nochmal auf den Supertrank. Also es wird darum gehen durch den Hagel. Gut, dass der Hypertrank schon weg ist. Wer, der hat jetzt... Die hat nur einen Hypertrank, ne? Also wenn die noch einen hat, dann können wir diesen Kampf eigentlich so gut wie aufgeben. Weil da reichen unsere Heil-Items nicht. Und irgendwann kriegt der... Das Problem ist, der wird irgendwann den Crit bekommen. Und wenn er den Crit jetzt zu einem schlechten Zeitpunkt kriegt... Also wir kriegen das Celebi jetzt auf jeden Fall down. Es sei denn, jetzt kommt ein Heil-Item. Kommt nicht, okay. Dann müssten wir Celebi eigentlich besiegt haben. Ich habe halt an Antikraft überhaupt nicht mehr gedacht. Im Leben hätte ich nicht daran gedacht, dass das Ding Antikraft jetzt einsetzen wird. Sondern der Hage sollte es besiegen. Wie Rexblizzer ist zwar gestorben, aber es hat uns wahrscheinlich diesen Kampf durch den Hage gerettet. Muss ich gestehen. Ich glaube, Rexblizzer hat uns den Arsch gerettet. Bitte nicht! Was soll ich denn wieder gegen... Hör doch auf! Hör doch bitte auf! Mach mich nicht so fertig! Verdammte Anne! Was haben wir denn noch so? Wir haben noch einen Beerensaft, wir haben noch Limonade, wundervoll. Das sollte uns ganz gut aufheilen. So, wir sind wieder voll. Kreuz. Warum zum Teufel hat das Ding Kreuzschere? Okay, wir haben jetzt zwei Optionen. Wir können auf Konfusions. Verwirrung gehen oder auf Metallklaue Boost. Ich hoffe mal, der Metallklaue Boost kommt und es kommt jetzt kein Crit. Okay, kam nicht. Das Problem ist, unser Schicksal ist halt besiegt, wenn zu einem schlechten Zeitpunkt der Crit kommt. Das macht halt gar nichts. Wir betreiben hier gerade wirklich Hagelstall. Es ist unglaublich. Wenn Metang jetzt wenigstens noch den Evoliten tragen würde, dann würde ich mich hier um einiges sicherer fühlen. Laubklinge. Oh, das hat eine hohe Crit-Chance. Oh, wenn das mit Notdünger dann kommt. Das macht auch sau viel Schaden. Das waren jetzt 18 KP. Das ist okay. Plus, wir kriegen noch 4. Das heißt, 22 kann er mit Dings in der Runde machen. Verfolgung. Jetzt werden aber ne, die Plays gewagt.
So, nochmal Metallklaue. Holzschere, bitte kein Crit. Boah. Als der Balken so schnell runtergegangen ist, dachte ich schon, oh nein, jetzt ist es wirklich passiert. Okay, 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 okay. Den überleben wir ja natürlich. So, und wir können es jetzt wieder mit der Limonade hochheilen. Unser Metang wieder hoch. Ich glaube es nicht. Was? Und davor, sie hat nicht mal den Hypertrank für Celebi eingesetzt. Warum hat sie das nicht gemacht? Okay, das verstehe ich jetzt nicht ganz. Verfolgung. Ja, ist okay. Metang, please. Vor allem, wir haben so oft Metallklaue eingesetzt und kriegen nicht mal... Da war er! Da war er, der Crit! Oh nein! Oh nein! Oh nein! Oh Gott, nein! Okay, wie muss ich das jetzt spielen? Wie muss ich das jetzt spielen? Warum hat die denn noch einen Hypertrank? Du überlebst halt nicht wie... Du hast halt einen verstärkten Biss. Also ich muss in jedem Fall... Ich muss jetzt in jedem Fall in Chaterra gehen. Das geht nicht, glaube ich. Ich glaube, das ist jetzt mein Play. Und ich muss diese Limonade... Ich würde halt gern wissen, wie viel... Wir schauen mal. Wie viel macht denn eine Laubklinge auf Chaterra? Viel zu viel, oder? Laubklinge, komm. Chaterra müsste das gewinnen können. Wir können ja jetzt auf Fluch gehen. Es war so ein Crit. Ich habe tatsächlich ausgeblendet, dass Bodenkäfer gar nicht resistet. Ich glaube nur Gestein resistet es. Oder? Ach, ich bin mir gerade gar nicht sicher. Ich muss auf Body Slam gehen. Erstens hoffen, dass ich diese Laubklinge überlege. Ich denke, ich überlebe sie. Und zweitens auf die Paare hoffen. Ach komm. Also da hat der Crit 100% gemeldet. Ein Kyogre wäre davon nicht rausgenommen worden. Ich glaube, ich spoilere jetzt nicht zu viel, aber das sieht sehr schlecht aus. Das, ja, noch ein Crit, du mich auch. Wisst ihr, hätte Gewaldro keinen Crit gegen Metang getan, wir hätten diesen Kampf gewonnen. Hätte Celebi nicht Antikraft gehabt, wäre es nicht mal zu einem Problem in diesem Kampf geworden. Aber ich habe nicht bedacht, dass das Ding Antikraft beherrscht. Ich habe wirklich nicht gedacht. Der ein oder andere würde jetzt sagen, Levin hätte dich gerettet, weil du dann Rex Bleezer hochgelevelt hättest. Ja, ich gebe es zu, es war dumm von mir nicht zu leveln. Gebe ich offen und ehrlich zu. Das war ein Fehler. Ich muss mir jetzt aber auch zugute halten, erstens einmal ist die Levelkurve sowieso scheiße. Wie Sau, das war die schwierigste Levelkurve im ganzen Spiel, meiner Meinung nach. Und ich muss auch sagen, ich habe richtig dumm gespielt. Ich hätte mit Antikraft auf Celebi rechnen müssen. Ich hätte es einfach machen müssen. Und ich hätte gegen Celebi auch einfach angreifen müssen. Einfach direkt bis mit Chaterra, gar nicht erst auf Fluch gehen, weil... Das hat mich auch in die Bredouille gebracht und alles. Also, naja. Damit haben wir jetzt leider diese Challenge hier verloren. Wir waren halt beim 6. Orden schon, was halt richtig kacke ist. Wir hatten, ja doch, ich denke die Hälfte des Spiels hatten wir schon hinter uns grob. Oder wir hätten die Hälfte jetzt gesagt, sagen wir so. Und dann so viele Crits und immer ein Volltreffer. Ich meine, okay, Laubklinge hat eine hohe Volltrefferquote, da kann ich jetzt nicht viel, da kann ich leider nicht so viel dagegen sagen, aber... Ach, die vermaledeite Kreuzschere, ne? Warum hat denn auch Gewaldo seinen Level 1 Move behalten? Normalerweise wird doch jeder Move überlagert. Ich verstehe es nicht, naja. Somit ist das jetzt leider das Ende. Ich hoffe, ihr seid beim nächsten Projekt auch wieder dabei. Was es ist, ich habe absolut noch keine Ahnung. Wir sehen uns aber dann dort. Bis dann und ciao.